Leute, das dritte von vier Events in Season 16 steht vor der Tür. Am 28. März kommt ein neues Collection-Event mit einem völlig neuen Limited-Time-Modus. Und zwar nennt er sich Heatwave und das Collection-Event nennt sich Sun Squad. Ich starte hier am besten schon mal den Trailer, den gehen wir durch. Wir haben auf jeden Fall einen fetten Ash-Skin mit mit Ash-Erbstück. Das Ash-Erbstück finde ich sehr geil und vor allen Dingen, wir bekommen einen Buff und ein Erbstück für die passende Legende. Finde ich auf jeden Fall eine extrem geile Sache und auch der Limited-Time-Modus, der könnte gar nicht so schlecht sein und wir gehen gleich natürlich auch noch auf die Patch-Notes ein. Auf der EA-Seite, wir sehen auf jeden Fall ein paar Skins, hier zum Beispiel rechts ein sehr lange geleakter und von vielen gehoffter, ich sag mal Bikini-Skin von Loba. Er ist natürlich nicht so freizügig, wie sich wahrscheinlich viele erhofft haben und im Allgemeinen sind ein paar coole Skins definitiv dabei. Aber Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich, es ist nicht alles geil, aber wir wissen, dass das in der Vergangenheit leider ein bisschen nachgelassen hat, aber so ist das. Über kurz oder lang, hier haben wir den Ash-Skin, ultra nice, auch das Erbstück finde ich mega geil. Nunchakus ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Und in diesem Trailer wird uns jetzt der Heatwave-Modus für 2 Wochen lang näher gebracht. Funktioniert wie folgt, sehen wir auch in den Patch-Notes. Ganz normale Standard-Trios-Regeln, ob es auf jeder Map, die verfügbar ist, weiß ich nicht, steht nicht in den Patch-Notes. Es kommen Hitzewellen. Wie oft die in jeder Runde kommen, kann ich nicht sagen, steht leider auch nicht in den Patch Notes. Aber alle, die sich außerhalb eines Gebäudes aufhalten und nicht bestimmte Kriterien erfüllen, bekommen Schaden über Zeit. Das sollte soweit erstmal klar sein. Schutz können wir uns suchen, indem wir uns einfach irgendwo innerhalb von Gebäuden aufhalten oder ein Hitzeschild schmeißen, die natürlich ein Stück, was heißt natürlich, das macht keinen Sinn, aber in den Patch Notes steht, dass die Heatschilder ein Stück weit größer sind als sonst, aber sie gehen außerhalb der Zone deutlich schneller kaputt. Und hier haben wir zum Beispiel einen Counter während einer Hitzewelle. Suns out steht da oben, normalerweise bedeutet das für mich, Achtung, in 17 Sekunden kommt die Sonne raus, ihr solltet euch alle verstecken. Aber hier befindet sich der Gunfight gerade in den Gebäuden, sie suchen Schutz in den Gebäuden. Jetzt springen die in dem Trailer hier wieder raus, die Sonne ist weg. Alles ist schön. Also scheint es so zu sein, wenn wir den Counter sehen, ist gerade die Sonne ganz, ganz dolle Aua. Und wir sollten uns irgendwo verstecken. Und wir können uns auch Abkühlung verschaffen. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich weniger oder gar keinen Schaden in der Hitzewelle, wenn wir bergab sliden oder eine Sonnenbrille finden. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, es könnte wahrscheinlich eher so sein, dass wir hier die Warnung bekommen mit dem Counter. Achtung, die Hitzewelle kommt in 17 Sekunden. Jetzt habe ich ein bisschen zu weit weggespult, weil klar, der Gunfight ist jetzt hier drin. Man könnte denken, die suchen gerade Schutz, weil Pathfinder hier in diesem Moment diese Hitzewelle abbekommen hat. Aber uns wird eben jetzt hier gezeigt, sie sliden bergab. Hitzewelle ist vielleicht gerade am Start. Wir finden entweder Abkühlung durch Sliden oder eben durch die Sonnenbrille, die wir hier ab und zu in einem Care Package finden. So, das soweit zu den Regeln. Nichts Besonderes. Ich bin gespannt, wie sich dieser Modus spielen lässt. Und wir bekommen 2 Skins, die wir aus eigener Kraft freischalten können, ohne dass wir Packs öffnen müssen. Wir kriegen wieder einen Price Tracker. Und zum einen ist das hier dieser Charge Rifle Skin und dieser Rampage Skin. Die sehen beide eigentlich ganz, ganz geil aus. Die können wir völlig kostenlos erspielen. So, damit ist der Trailer auch gleich vorbei. Und wir gehen einmal auf die EA-Seite und dort zeige ich euch noch ein paar Einzelheiten und gerade den Buff für Ash finde ich sehr, sehr interessant. Wie gesagt, meiner Meinung nach mehr als Pflicht, dass dieser Buff endlich kommt. Hier stehen nochmal die Regeln, ich habe es grob erklärt. Trios-Regeln, Sliden verursacht weniger Schaden bis gar keinen Schaden. Sonnenbrille finden in den Patch-Notes. Wird die Sonnenbrille so ein bisschen verheimlicht. Im Trailer sehen wir es offiziell. Wir sehen hier noch ein paar Skins für Ash, für Catalyst davor. Dann haben wir Mirage und die Wingman, die Havoc und Newcastle. Dann haben wir die Flatline, sieht gar nicht mal so schlecht aus uns hier. Das sind so die interessantesten Skins mitunter. Wir haben hier natürlich das Erbstück für Ash, was ich richtig geil finde. Seit langem mal wieder ein absolut geiles Erbstück, was zumindest mich anspricht. Alles, was in den letzten Seasons kam,
Hat mich tatsächlich nicht so angesprochen. Ja, sehr, sehr kreativ. Hier ist der Belohnungstracker, 5000 Punkte maximal. Hier bekommen wir den Rampage und den Charge Rifle Skin. Wir bekommen natürlich über die zwei Wochen vier verschiedene Zeiten, wo wir jeweils andere Store-Inhalte haben. Auch wieder bekannte Skins dabei, die sehr, sehr beliebt waren. Drückt gerne Pause, wenn ihr hier genauer gucken wollt. Zum Beispiel auch hier, die ganzen Editions gibt es ja nicht mehr hier. Bloodhound Edition, Lifeline Edition, Octane, bla 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 und so weiter und so fort. Der Octane Edition Skin, der ist tatsächlich hier gerade mal drin. Wer den vielleicht verpasst hat und den unbedingt haben will, da ist auch der passende Charm, ein paar Packs, das Badge oder die Badge, der Charge Rifle Skin und die Spinne, der Anhänger mit drin, noch irgendein Edition Skin. Nö, ist nicht so. Und die interessantesten Patch Notes sind Crafting Spaß. Na, Replikatoren, meine Fresse. Ich habe jedes Mal ein Wortfasching, was den Replikator betrifft. Die IVA 8 und die 3030 gehen in die Replikator. Die Longbow und Gott sei Dank endlich die Volt ist wieder draußen. Finde ich richtig geil. Die kommen raus. Und Legenden-Update: Ash bekommt für ihre taktische Fähigkeit, wie gesagt, meine Meinung, schon lange, lange überfällig einen Buff auf ihre taktische. Die Abklingzeit, meine Fresse, ist das heute dramatisch mit meinen Wortfindungsstörungen. Die Abklingzeit ist reduziert worden um 5 Sekunden von 25 auf 20. Und die Travel Time, die fand ich enorm langsam. Und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt gewesen. Die Travel Time wurde von 700 auf 1200 erhöht. Irgendeine Zeit- bzw. Geschwindigkeitsangabe von Respawn, irgendeine Einheit, die so ein bisschen Fragezeichen hinterlässt. Aber wir können davon ausgehen, dass es fast nicht ganz doppelt so schnell jetzt voranfliegt. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Und die Fallen- oder Leinenaktivierungsverzögerung und Fallenaktivierung um etwa 50% verkürzt. Die Bogenfalle trifft die gewünschten Ziele nun verlässlicher. Das bedeutet die ganze Geschichte. Und das sind eigentlich so die interessantesten Sachen, die es, Moment, ich muss den Trailer wieder wegmachen, die es über dieses Event zu berichten gibt. Wie gesagt, der Buff für Ash finde ich ultra geil. Wird vielleicht dann dadurch noch ein Stück weit öfter gespielt. Und auch das Erbstück und der Skin passen dazu. Sehen mega, mega nice aus. Leute, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr inhaltlich von dem ganzen Spaß haltet. Wer Bock hat und jetzt gerade Zeit, aktuell das Video heute noch zum Donnerstagabend sieht. Seht, ich bin gleich noch auf Twitch live. Schaut gerne vorbei und in den nächsten Tagen gibt es bei mir streamtechnisch erst einmal Resident Evil 4, das Remake. Wer da Bock hat, mal einzuschalten, würde ich mich natürlich auch über ein paar Zuschauer freuen. Ansonsten gibt es natürlich wenigstens, versuche ich einmal die Woche, natürlich weiterhin mit Apex am Start zu sein. Das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.